Schönen guten Tag. Mein Name ist Markus Specht und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem 6. Expertenwebinar für Berufsschullehrer und Ausbilder im SAK-Bereich. Ja, nachdem wir nun gestern erfolgreich ausgeschieden sind aus der Fußball-WM, können wir uns endlich wieder auf die wesentlichen Dinge im Leben konzentrieren. Ja, und ich freue mich, dass wir heute ein, wie ich finde, tolles Thema gefunden haben, auf das ich gleich nochmal eingehen möchte. Ich möchte auf jeden Fall jetzt schon mal mich ganz herzlich für die Zusammenarbeit bedanken. Ein Jahr ist jetzt schon wieder rum, 2022, da sind die Messen gesungen. Und wenn ich mal so resümiere, was wir in diesem Jahr alles mit Ihrer Hilfe geschaffen haben, dann ja, sind wir schon sehr, sehr stolz, ob das unsere Seminarreihe Azubi-Start leicht gemacht ist, ob das ja, unsere unterrichtsunterstützenden Lektüren sind, ob das Maßnahmen an Berufsschulen sind. Da können wir wirklich stolz drauf sein und ich glaube, da haben wir auch gemeinsam eine ganze Menge dieses Jahr erreicht. Ja, heute geht es nun um das Thema Anforderungen an die Gebäudeentwässerung gemäß Lernfeld 6 und 12. Ich alleine kann das leider Gottes nicht so rüberbringen, das wäre ja nur halbgares ja, Halbwissen, also gefährliches Halbwissen. Deswegen habe ich mir heute wieder tatkräftige Unterstützung geholt, in Persona von Marco Koch von der Firma Jungpumpen. Wir haben vorher noch debattiert oder ein bisschen darüber gesprochen, ob ich Pentair oder Jungpumpen. Ja. Aber ich denke mal, Jungpumpen, das ist, glaube ich, der, ja, der bessere Name in dem Fall, der auch geläufiger ist. Ja, Marco, gib mal ganz kurz bitte, ja, ich sag mal schon mal so eine Vorschau, was die Zuschauer in den nächsten 60 Minuten erwartet. Ja, wir werden uns über das Thema Rückstau und Rückstausicherung unterhalten. Ein ganz wichtiges Thema, wenn wir den Klimawandel sehen, wenn wir sehen, was wir erleben mussten in den letzten Jahren, auch im Bundesgebiet. Und werden uns dann anschauen, mit welchen technischen Möglichkeiten man sich schützen kann. Wir werden uns fokussieren auf die Hebeanlage, unser Produkt, und werden dann mal gucken, welche unterschiedlichen Arten von Hebeanlagen es gibt und wie die auch handwerklich eingesetzt werden müssen. Super. Klingt spannend. Ich wünsche Ihnen viel Spaß die nächsten 60 Minuten und wenn der Marco Koch mit seinem Vortrag fertig ist, trennen Sie nicht gleich die Verbindung. Ich habe noch Spannendes für Sie nachher zu berichten. Bleiben Sie dran, aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal viel Spaß die nächsten 60 Minuten. Viel Spaß, Marco. Dankeschön an meinen Namensvetter Marco Specht. Genau. Ja, ich darf einmal starten und mich kurz selbst vorstellen. Ich bin Marco Koch, bin ja seit 22 Jahren etwas mehr sogar im Hause Jungpumpen beschäftigt im Bereich des Marketings. Seit 2008 verantwortlich bei uns für den Bereich Seminare und Veranstaltungen. Das heißt, einige von Ihnen als Zuhörer haben mich sicherlich schon kennengelernt. Ich danke auch für die Empfehlung letztlich, dass ich heute hier sein darf im Hause Peter Jensen. Und dementsprechend werde ich Sie jetzt einmal auf das Thema zuführen sozusagen. Ich hatte gerade schon mal ein paar Worte genannt hinsichtlich der Inhalte. Es geht also um das Thema Rückstauschutz und dabei auch die Abgrenzung zwischen der Hebeanlage und dem Rückstauverschluss. Das werden wir uns mal objektiv anschauen. Wir gucken in die Normung letztlich hinein, gucken dann letztlich auf die unterschiedlichen Typen von Hebeanlagen, die es gibt. Auch hier orientieren wir uns strikt an den Regelwerken und dann noch ein Zusatzthema, was ich gerne mit anbringen möchte, weil es immer noch relativ neu ist für den Markt, das Thema Bodenablaufpumpen. Da haben wir bei Jungpumpen seit 8, 9 Jahren die Lösung PlancoFix im Programm stetig fortentwickelt. Und auch da gucken wir uns mal an, was das bedeutet, gerade wenn wir auch über die bodengleiche Dusche vielleicht im Kellerbereich sprechen, weil da müssen wir zwei Begriffe abgrenzen, nämlich den Begriff Bodenablaufpumpe und Hebeanlage. Gut, insofern vorab ganz kurz mal zu uns als Unternehmen. Marco Specht sagt es gerade schon, Pentair Jungpumpen, Jungpumpen, wie gehört das zusammen? Letztlich sind wir als Jungpumpen GmbH ein Teil des Pentair-Konzerns, das heißt in Steinhagen arbeiten mit mir 352 oder 351 Kollegen. Wir machen einen Jahresumsatz von 99 Millionen Euro, sehen uns einerseits natürlich als Pumpenhersteller, sind aber Vollsortimenter im Markt. Das heißt, neben der Pumpe bekommt man bei uns auch den passenden Behälter, die passende Steuerungstechnik, das zugehörige mechanische und elektrische Zubehör. Das heißt, uns geht es immer darum, dass eine normgerechte Abwasseranlage hergestellt wird. Und damit sind wir Teil des Pentair-Konzerns. Das heißt, Pentair hat weltweit 10.000 Mitarbeiter, befasst sich so gesehen mit Produkten, wo man sagen kann, die findet man an allen Stellen des Wasserkreislaufs wieder, von der Wassergewinnung bis zur Abwasserentsorgung. Das heißt, auf der Wassergewinnungsseite gehört da auch die Frischwasserpumpe, die Druckerhöhungsanlage dazu. Dann sind das nur eben keine Jungpumpenprodukte, sondern die werden dann gelabelt unter der Marke Starrite.
Das soll es mal gewesen sein als kleine Einleitung und damit gehe ich mal direkt aufs Thema. Wir sprechen über den Rückstauschutz in der Gebäudeentwässerung. Und das möchte ich Ihnen mal hier als Schaubild deutlich machen, was das bedeutet für die Entwässerungsanlage. Denn wir sprechen über unterschiedliche Regelwerke, die jetzt hier eine Rolle spielen. Und wir müssen im Prinzip dabei sehen, wenn wir diese Regelwerke ansprechen, was sind die relevanten Punkte, in die wir jetzt unsere Regelwerke eingruppieren oder einsortieren müssen. Und da steht mal an erster Stelle die Gebäudegrenze. Und da hat man sich zu Anfang des Jahrtausends auf eine europäisch harmonisierte Entwässerungsnorm geeinigt, so will ich es mal formulieren. Die DIN EN 12056, die regelt also die Schwerkraftentwässerung innerhalb von Gebäuden. Bei Schwerkraft, da denken wir letztlich an alles, wenn ich hier mal die Maus nutze, was hier von oben letztlich kommt und über die Freigefälleleitung zum Kanal oder hier zu der Schachtanlage fördert. Dazu zählt aber tatsächlich auch hier der Kellerbereich mit der Hebeanlage, die wir dann natürlich präferiert gerne sehen, oder anderen Möglichkeiten in der Entwässerungstechnik. Das heißt, unsere Hebeanlage ist so gesehen an der Stelle der Mittler, so will ich es mal formulieren, der dann das Abwasser wiederum auf das höhere Niveau bringt, damit es im Freigefälle weiter abfließen kann. Für Deutschland hat man jetzt hier eine Ergänzung vorgenommen. Man hat die DIN 1986 Teil 100 entworfen als zusätzliche Norm mit zusätzlichen Bestimmungen zur Europanorm. Und hier sieht man jetzt mal, da ist eben ein deutlich weiterer Einsatzbereich zu sehen, nämlich wir müssen sehen, die Norm greift über das komplette private Grundstück. Das heißt, wir haben die Flächen außerhalb des Gebäudes mit inbegriffen. Und damit geht es nicht nur um den Rückstauschutz innerhalb des Gebäudes, es geht auch um den Überflutungsschutz. Also eine Begriffsabgrenzung, die wir machen müssen. Da geht es darum, dass wir kein Wasser von außen ins Haus bekommen über Kellerlichtschächte, Kellerfenster, Kellerniedergänge. Wie gesagt, auch versicherungstechnisch eine klare Begriffsabgrenzung. So, und dann geht es im Grunde genommen außerhalb des Gebäudes weiter. Bis in den öffentlichen Bereich, auch hier haben wir Europanormen, in Ergänzung dazu auch hier die DIN 1986. Das ist mal das Normenkonstrukt, das sind die technischen Handlungsempfehlungen, wenn man so will, die uns hier gegeben werden. Abweichungen kann es dazu jetzt auch nochmal geben, das heißt, ergänzend zur Norm müssen wir dann immer die kommunale Satzung nochmal mit in die Waagschale werfen. Das heißt, die Kommune kann abweichende Anforderungen stellen, zum Beispiel im Hinblick auf die Grundstücksgrenze, also die Frage, wo ist der Übergang von privat zu öffentlicher Abwasseranlage. Das kann der Übergabeschacht sein auf dem privaten Grundstück. Das kann die Grundstücksgrenze sein und man muss ganz klar sagen, im ungünstigsten Fall für den Hausbesitzer ist es der Anschlussstutzen am öffentlichen Kanal, denn dann muss der Hausbesitzer mitunter Sorge dafür tragen, dass der öffentliche Straßenbereich gesichert, geöffnet wird, die Kosten dafür getragen werden. Wie gesagt, das kann man eigentlich keinem Hausbesitzer so gesehen wünschen. Relevanter Punkt für uns jetzt in diesem Bild ist im Prinzip die Rückstauebene. Und damit sind wir oftmals an dem Punkt, wo wir am meisten erklären müssen, wenn wir nämlich sehen müssen, uns als Pumpenhersteller interessiert überhaupt nicht, wo der Kanal liegt. Viele sagen ja, ach, eine Hebeanlage, die brauche ich, wenn ich irgendwo hochpumpe, ja, auf ein höheres Niveau pumpe. Das ist der logische Gedankenansatz, den wahrscheinlich jeder hat, wenn er an eine Pumpe denkt. Wenn der Kanal dann tiefer liegt als der Entwässerungsgegenstand oder die Kellersohle, dann meinen halt viele, sie brauchen keine Pumpe. Und da wird es erklärungsbedürftig und da kommt die Rückstauebene mit ins Spiel. Und wenn Sie jetzt mal überlegen, welcher Begriff Ihnen dazu einfällt, welcher zentrale Begriff Ihnen dazu einfällt, der ein oder andere wird vielleicht mal hier kurz in den Kommentar schreiben wollen. Die Kommentarfunktion gibt es ja wohl, vielleicht können wir das ja mal machen, wir können ja mal gucken, ob eine Antwort kommt. Aber das ist wirklich der relevante, entscheidende Aspekt, klarzumachen, warum uns dieses Kanalniveau überhaupt nicht interessiert im Verhältnis zum Entwässerungsgegenstand, sondern wir immer sehen müssen, wo liegt die Rückstauebene im Verhältnis zum Entwässerungsgegenstand. Und dann können wir uns Gedanken machen über die Frage, inwiefern wir das Thema Rückstausicherung angehen. Wenn jetzt kein Kommentar über den Beitrag oder hier über die Technik kommt, dann will ich das mal auflösen hier mit einem kurzen Video. Und hier sehen wir nämlich jetzt mal, wo die Rückstauebene liegt. Ich habe hier den Text eigentlich einfach nur abgeschrieben aus der Norm.
Und zentrales Stichwort hier ist die Straßenoberkante. Die Straßenoberkante an der Anschlussstelle an die öffentliche Abwasseranlage, das ist unser Bezugspunkt. Den müssen wir ins Verhältnis setzen zum Entwässerungsgegenstand. Und wir sehen jetzt hier im Video im Grunde genommen mal, wie die Rückstauebene wirkt. Dass nämlich das rückstauende Wasser, das nun mal zu viel im Kanal vorliegt, sich über die Straßenoberfläche entspannt. Ja, und die spannende Frage, mal mit ein bisschen Sinn für Humor betrachtet, ist die Frage, was passiert gerade im Keller des angeschlossenen Hauses? Ja, mitunter, wenn kein Schutz da ist, steht der nämlich auch schon unter Wasser. Das bedeutet, wenn wir uns die Situation jetzt hier mal im Schaubild anschauen, im einfachsten Fall bei einer ebenen Geländeoberfläche haben wir die Rückstauebene auf Niveau der Straßenoberfläche. Und ich sehe gerade, es kommt eine Frage rein. Und ich muss mal gucken, dass mir die einmal hier übersetzt wird sozusagen. Ich glaube eher, das ist eine Definition gewesen. Und zwar Rückstauebene, Straßenoberfläche, Gehweg. Ja genau, Straßenoberkante, Gehweg, das sind die beiden Stichworte. In der Norm steht die Straßenoberkante. Jetzt gehe ich mal so ein bisschen perspektivisch nach vorne. Viele sagen inzwischen, in naher Zukunft ist es vielleicht die Gehwegkante. Hätte den Vorteil, wir nutzen nochmal den Höhenunterschied zum Gehweg aus, was dann vielleicht 10, 15 Zentimeter ausmacht, sodass wir zukünftig unsere Straßenoberfläche auch als Regenrückhalteraum nutzen können. Weil damit müssen wir uns befassen. Rückstau- und Starkregenereignisse werden zunehmen in Zukunft. Und damit müssen Kapazitäten geschaffen werden, dass diese großen Wassermassen, die dann innerhalb kurzer Zeit vom Himmel fallen, dass die entsprechend aufgefangen werden und im Zweifelsfall zurückgehalten werden. Anders sieht es dann aus, wenn wir Hanglagen haben. Da kommt dann oft die Frage, ja, was ist denn bei der Hanglage, wo liegt denn da die Rückstauebene? Und Sie müssen immer sehen, wir gehen vom Worst-Case-Szenario aus. Also, wenn ich jetzt hier mal gucke, ich versuche hier mal den Mauszeiger nochmal zu... Ach nee, ich muss den oberen betätigen, genau, das war mein Fehler. Ja, wenn wir jetzt hier mal das Worst-Case-Szenario sehen, wir gucken hier hin, da ist eine Verstopfung. Ja, was passiert dann? Dann wird das Wasser zurückdrücken, nämlich zum nächsthöheren Punkt. Das heißt, bei der Hanglage müssen wir an sich immer annehmen, dass dieser nächste höhere Punkt dann auch unser Bezugspunkt, unsere Rückstauebene darstellt. Das mal hier so als Hinweis. Das bedeutet, wenn wir uns das jetzt nochmal hier am Beispiel des Hauses anschauen, wir können gedanklich ein Haus, die Entwässerungsanlage des Gebäudes, immer in zwei Teile teilen. Wir haben den Bereich oberhalb der Rückstauebene, wo das Schwerkraftprinzip gilt und Anwendung findet. Da braucht man normalerweise keine Pumpe. Es sei denn, wir haben vielleicht hier oben im Dachgeschoss den nachträglichen Ausbau geplant, dass wir dann sagen, wir nutzen eine kleine Pumpe, um zur Verleitung zu fördern, hinzupumpen. Aber ansonsten brauchen wir da eben keine Pumpentechnik, wir leiten frei ab. Anders sieht es dann aus im Kellerbereich. Das heißt, da müssen wir uns Gedanken machen, wie ein Rückstauschutz stattfinden kann. Und da müssen wir immer sehen, steht die Hebeanlage im Fokus. Erstens heißt es hier, die Entwässerung muss mit Hebeanlagen erfolgen. Und zweitens, nur in Ausnahmefällen sind Rückstauverschlüsse zulässig. Und das erkennen wir immer wieder, dass das in der Praxis leider Gottes, ja, oft verkehrt wird, ja, umgekehrt angewandt wird. Der Rückstauverschluss ist das für viele das Synonym für die Rückstausicherung und tatsächlich darf er eigentlich technisch nur in Ausnahmefällen angewandt werden. Jetzt könnte jemand auf die Idee kommen und sagen, Mensch, was erzählt der hier so viel über die Europanorm? Wir sind doch hier in Deutschland, uns interessiert, was in der deutschen Norm steht. Und auch das will ich nicht auslassen und habe hier mal den entsprechenden Passus mitgebracht aus der DIN 1986, Teil 100. Und da ist für uns jetzt hier eigentlich nur der erste Satz entscheidend. Da heißt es nämlich, Rückstau aus der Kanalisation hat vielfältige in DIN EN 12056 Teil 4 näher genannte Gründe. Und das zeigt eigentlich nur mal auf, dass sich diese beiden Regelwerke ineinander verschachteln und beide betrachtet werden müssen. Das will ich Ihnen hier an der Stelle nur mal auf den Weg geben. Und die DIN 1986, wenn wir jetzt hier weiterlesen, dann sehen wir, die geht dann noch näher auf den Überflutungsschutz ein. Also da geht es ganz klar um das Wasser, wie gesagt, was von außerhalb ins Gebäude eindringen könnte und natürlich nicht soll. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt auf die DIN 12056 mal konzentrieren und gucken uns diese näher genannten Gründe und die technischen Aspekte hier mal an,
dann finden Sie vier Argumente, die habe ich auch jetzt im Grunde genommen nur abgeschrieben, die wortwörtlich so in der Norm wiederzufinden sind. Da heißt es nämlich, dass erstmal Rückstauschutz immer eine Mussbestimmung darstellt. Bedeutet, der Hausbesitzer, der sich gegen Rückstau oder der vielmehr an den Kanal anschließen muss, weil es ihm vorgegeben wird von seiner Kommune, der ist wiederum verpflichtet, sich gegen Rückstau zu schützen. Das ist seine Verantwortung. Und tut er das nicht, hat er mitunter ein Problem mit seiner Versicherung, wenn nämlich ein Schaden eintritt. Dann kommt die Technik ins Spiel und da gehen wir jetzt gleich mal detailliert drauf ein. Da heißt es nämlich, es sollen Abwasserhebeanlagen mit Rückstauschleife eingebaut werden. Für uns als Hersteller natürlich eine Steilvorlage, weil unser Produkt hier Anwendung findet und benannt wird, aber wir sind darauf angewiesen, dass unser Produkt richtig eingebaut wird und auch das gucken wir uns gleich mal an, denn nur bei einer fachgerechten Montage funktioniert das Ganze und Sie können schon mal festhalten, die Hebeanlage hat mit der eigentlichen Rückstausicherung gar nichts zu tun. Der Rückstauschutz, der findet nämlich nur da statt, wo die Schleife richtig gelegt wird. Das heißt, hier sehen wir das mal und das gucken wir uns jetzt gleich im Bild auch nochmal an, was das bedeutet. Und um Ihnen die ganze Wahrheit ja auch wirklich zu präsentieren, Rückstauverschlüsse sind natürlich zulässig, aber nur in Ausnahmefällen. Das sind die Dinge, die die DIN EN 12056 Teil 4 hier nennt. Wenn Sie jetzt hier zum Kunden kommen, dann werden Sie feststellen, so idealtypisch wie Jungpumpen das immer darstellt in seinen Bildern, ist es vor Ort vielleicht gar nicht. Und die größte Herausforderung technisch, die sich damit für Sie ergibt, ist oftmals der Fall, dass die Geschossdecke zu niedrig liegt. Das heißt, Sie müssen im Grunde genommen Ihrem Kunden erklären, dass Sie mit der Druckleitung in einem Punkt, nämlich hier, einmal über das Niveau der Rückstauebene hinweg müssen. Das heißt, Sie müssen durch die Geschossdecke hindurch. Und das ist natürlich was, was man nicht gerne tut. Geradeaus quasi einmal hoch ins Wohnzimmer, das will keiner. Ja, bedeutet aber, das kann man mal abmildernd sagen, wir müssen nicht immer senkrecht hochgehen, sondern wir können auch die Druckleitung verziehen. Hier auf dem Bild vielleicht nach links, wenn ich weiß, irgendwo in der Ecke des Hauses ist das Gäste-WC. Oder da ist die Küche, wo ich dann später die Schränke, die Unterschränke habe, dass sich so eine Rückstauschleife auch verstecken kann quasi und auch dämmen kann, damit es hier keine Probleme gibt, so gesehen mit dem Schallschutz. Ja, Brandschutz wäre der wichtige weitere Aspekt, der hier beachtet werden muss. Jetzt stelle ich mal eine Frage in den Raum und Sie können ja vielleicht mal in Ihren Klassenräumen, wenn Sie zusammen sind, mal überlegen, was sind die Stichworte, die Ihnen einfallen, warum es zu einem Rückstau kommt? Vielleicht schreibt der ein oder andere mal in den Kommentar, was hier so genannt wird. Was sind mögliche Rückstauursachen? Das würde mich mal interessieren. Vor allem würde mich mal interessieren, was Ihnen als erstes hier einfällt, als Stichwort. Was wohl als erstes genannt wird, wenn Sie an Rückstau denken. Ich würde sonst mal gleich mal einen Tipp abgeben. Ich glaube, da ist schon eine Antwort da. Starkregen und Hochwasser. Genau, Starkregen, da habe ich drauf gewartet. Jetzt frage ich mal weiter, was fällt Ihnen denn sonst noch ein? Gehen Sie mal davon aus, in den meisten Fällen werden Sie rausgehen und sagen, es kommt zum Rückstau, weil Starkregenereignisse kommen. Und ich sehe, da kommt schon eine Meldung. Dann haben wir einmal die Überflutung und die Verstopfung. Die Verstopfung, genau. Das finde ich super, dass das genannt wurde. Hochwasser. Hier müssen wir jetzt abgrenzen, nämlich zwei Dinge abgrenzen. Wir müssen nämlich sehen, inwiefern ist es Wasser, was von außen eindringt über die Kellerlichtschächte. Dann haben wir eine Überflutung. Da hilft uns die beste Hebeanlage im Gebäude nichts. Wir sprechen jetzt erstmal über das Thema Rückstau, das heißt das Wasser, das über die verbundene Rohrleitung zurückdrückt ins Gebäude. Und davor wollen wir schützen. Starkregen ist hier ein Argument, gerade wenn wir an Mischkanalisationen denken, wo natürlich das Potenzial, das Gefahrenpotenzial deutlich höher ist. Aber Sie haben es auch gesagt, Verstopfung kann eine weitere Ursache sein für Rückstau. Und das können wir hier zusammenfassend auch mal an diesen Beispielen sehen. Jetzt könnte man noch weiter fragen, was kann denn alles verstopfen? Die meisten von Ihnen haben da wahrscheinlich gleich an die Rohrleitung gedacht. Ich denke da aber noch mal weiter, auch Pumpen können verstopfen. Das heißt, auch die Kommunen, müssen wir sehen, haben Pumpanlagen im Einsatz. Und an der Stelle der Hinweis, Abwasser hat sich verändert. Und es kommt noch eine Meldung rein.
Aus der Berufsschule Lüneburg sagen die falsche Rohrdimension. Die falsche Rohrdimensionierung, genau. Also das könnte ja auch der Fall sein, dass wir die Situation haben, ein neues Baugebiet ist entstanden, die haben noch an den Kanal angeschlossen. Irgendwann ist der Kanal quasi sprichwörtlich voll. Dann wäre auch das die falsche Rohrdimensionierung, Indiz, warum es vielleicht verstärkt zum Rückstau kommt. Die Verstopfung, das sei noch mal kurz erklärt, ich habe hier so als Utensil mal so ein Taschentuch hingelegt, das ist jetzt trocken, aber ich nehme das noch mal so als Synonym für das Feuchttuch, was immer mehr Anwendung findet. Und auch das Papiertaschentuch, so gehört nicht in die Toilette, weil es einfach zu reißfest ist. Und das große Problem, was wir haben, über die letzten Jahre ist viel Wasser gespart worden, das ist vermeintlich erstmal positiv, Wasser als kostbare Ressource zu sparen, aber wir müssen sehen, Wasser ist für uns im Abwasserbereich das Transportmedium und wenn da zu viele Hygieneartikel dann eingeleitet werden. Und da denke ich gerade an die Feuchttücher. Können Sie sich vorstellen, so eine Pumpe, die packt im Grunde genommen das Tuch. Was macht die? Die wickelt das erstmal schön ein. Und je mehr ich das jetzt hier wickel, umso reißfester wird dieses Tuch. Und damit werden gerade die Feuchttücher zum Riesenproblem kommunaler Pumpwerke, die dann mitunter verstopfen. Und das führt dann wiederum auch zum Rückstauereignis. Was dann passiert im Gebäude? Das will sich keiner vorstellen. Also wir haben es mit einem Produkt zu tun, das ist tendenziell mit wenig Emotion behaftet, weil die Pumpe im Keller unter dem Pumpenschacht, unter dem Deckel vielmehr im Pumpenschacht verschwindet. So, und kommt es dann irgendwann zur Rückstausituation, dann kommen eigentlich erst die Emotionen und die sind meistens dann Entschuldigung, relativ negativ besetzt, wenn das Wasser dann hier auf der Straße steht. Und dann über die Rohrleitung auch zurückdrückt hier. Und das sollte natürlich eigentlich auf gar keinen Fall passieren. Sie sehen, wir reden über Abwasser. Abwasser ist ein sehr vielfältiges Medium, so könnte man sagen. Wir wissen nicht genau, was drin ist. Aber das hier ist das Horrorszenario für jeden Hausbesitzer. Und na klar, eben fiel hier im Gespräch unter uns auch das Stichwort Flutbox. Wir könnten jetzt hergehen und könnten sagen, Mensch, da setzen wir eine Flutbox ein, wir pumpen den Keller relativ schnell wieder leer, betreiben damit eine Schadensminimierung. Aber dieser Schaden, der hier entsteht, der wirkt natürlich lange nach. Das heißt, hier muss eine Trocknung her, hier sind Sanierungskosten. Das heißt, der Schaden wird in einem normalen Wohngebäude sicherlich im satten fünfstelligen Bereich liegen. Das muss man sich deutlich machen, wenn kein Rückstauschutz da ist. So, und um das technisch darzustellen, können Sie heute natürlich wunderbar solche Animationen nutzen, die wir auch bereitstellen über unseren YouTube-Kanal oder über unsere Seite rückstausicherung.net. So, und da können Sie die Technik und das verbundene Rohrleitungssystem darstellen. Das heißt, Sie können hier den Blick in den Kanal werfen und können sehen, das Gesetz der kommunizierenden Röhren greift hier und staut das Wasser jetzt im öffentlichen Kanal zurück. Dann drückt es eben in die Hausanschlussleitungen zurück und setzt den Keller hier eben unter Wasser. Ja, und damit hat der Hausbesitzer eben das Problem, genau wie eben im dargestellten Video. Ja, hier haben wir die Flutbox. Die Flutbox wird aber nicht erreichen, dass sie das Problem hier behebt, weil solange hier der Wasserpegel im öffentlichen Kanal nicht absenkt, haben wir hier einen Kreislauf. Das müssen Sie eben auch betrachten. So. Jetzt könnte man auf die Idee kommen und könnte sagen, Mensch, bauen wir da doch einfach einen Verschluss ein, ja, und schaffen dem Kunden hier die Sicherheit, die er haben möchte. Und auch das zeige ich Ihnen jetzt mal, wie jetzt so ein Rückstauverschluss hier eingesetzt wird. Und ich rate Ihnen, gucken Sie wirklich genau hin, was jetzt passiert. Ja, der Kunde sagt, es regnet, er wähnt sich in Sicherheit, die Klappe macht zu, es funktioniert alles scheinbar perfekt. Aber die Frage ist, wer hat den Verschluss hier an der falschen Stelle eingebaut? Sie haben es vielleicht gesehen, der Keller steht unter Wasser. Ja, die Frage ist, warum konnte das passieren? Die Ursache werden Sie da finden, wo hier die Leitungen angeschlossen sind von oberhalb. Wir wissen es nicht, ob es jetzt die Badewanne war oder die Dachentwässerung, die dann den Keller von innen unter Wasser gesetzt hat. Das heißt, das ist im Grunde genommen der Kardinalfehler, den man jetzt hier sieht, dass wir sehen müssen, über den Rückstauverschluss dürfen keine Entwässerungsgegenstände im Freigefälle abgeleitet werden. Das ist das Hauptproblem, was hier wiederum den Schaden verursacht hat. Und Sie sehen auch, dieser Rückstau, dieses Rückstauereignis, das nehme ich hier auf der Straße noch gar nicht wahr. Das Wasser steht noch gar nicht hoch genug. Ja, und das ist im Grunde genommen der Grund, warum man jetzt sagt, solche Rückstauverschlüsse können natürlich ein Mittel sein, dürfen aber eben nie als zentrale Absicherung eingesetzt werden.
Und mit dem Verschluss ergeben sich dann eben auch Einschränkungen. Also physikalisch muss man erstmal sehen, so ein Verschluss ist natürlich nur technisch einsetzbar, wenn wir ein Gefälle zum Kanal haben. Das ist eindeutig. Nicht mehr ganz eindeutig dann die Frage, was bedeutet jetzt eigentlich untergeordnete Nutzung? Früher, man hat die Entwässerungsnormen, die ersten Entwässerungsnormen in den 1920er Jahren eingeführt. Da war ein Keller ein Kohlenkeller. Ja, da waren vielleicht noch ein paar Einmachgläser gelagert, die Kartoffeln gelagert, aber eben keine hohen wesentlichen Sachwerte. Und das hat sich natürlich in den letzten 100 Jahren drastisch geändert. Das heißt, wenn wir heute über Kellerräume nachdenken, dann wünscht man sich da zusätzlichen Wohnraum. Da ist die Anlagentechnik untergebracht, eine Sauna vielleicht oder bei vielen sicherlich jetzt während der Corona-Zeit auch das mobile Office sozusagen. Und damit kommen Sachwerte zusammen. Sachwerte, die dann tendenziell auch beschädigt werden können, wenn ein Rückstau einsetzt und die Rückstausicherung, ich sage es ganz bewusst, nicht funktioniert. Weil eben solche Klappensysteme oftmals dann auch nicht regelmäßig überprüft und gewartet werden. Und das ist der Aspekt, den man dann hier ergänzen, oder die Aspekte, die man ergänzend sehen muss. Die Norm sagt halt, so ein Verschlusssystem darf immer nur bei einem kleinen Benutzerkreis eingesetzt werden, dem ein Ersatz-WC oberhalb der Rückstauebene zur Verfügung steht. Das heißt, ist die Klappe zu, brauche ich einen Plan B im Obergeschoss und muss eben irgendwo zur Toilette gehen können. Und damit scheidet so ein Verschlusssystem beispielsweise bei Souterrain-Wohnungen kategorisch aus. Ich muss halt auf die Ablaufstellen dann verzichten können im Rückstaufall. Und Ihnen wird keiner sagen, wann das sein wird und auch nicht, wie lange das im Zweifelsfall dann anhalten wird. Wenn wir zur Technik kommen, sehen wir hier mal zwei Bilder der Firma Dalma. Einfach mal in der Abgrenzung der Systeme. Es gibt einerseits die Verschlüsse für Grauwasser und die Verschlüsse für Schwarzwasser. Ich zeige gleich dazu auch nochmal Preise. Da sind noch preisliche Unterschiede einfach zu sehen. Das Problem im Markt ist heute oftmals, dass gerade hier die Systeme für Grauwasser so als Alleskönner verkannt werden. Und dann hat man eben mitunter das Problem, das Produkt ist zwar erstmal vermeintlich günstig, aber wenn Toiletten angeschlossen werden, hat man eben ein Problem. Und ganz allgemein gesprochen muss man halt technisch in der Abgrenzung zur Hebeanlage hier auch immer sehen, der Rückstauverschluss stellt die unmittelbare Rückstausicherung dar. Ja, und da können wir uns als Pumpenhersteller relativ entspannt zurücklehnen und sagen, unsere Hebeanlage, die hat mit dem Rückstauschutz eigentlich gar nichts zu tun. Und warum das so ist, das können wir uns jetzt mal anschauen, wenn wir hier mal auf die nächste Animation blicken. Hier haben wir jetzt wieder die Rückstausituation und diesmal den Extremfall. Das heißt, das Wasser staut wirklich bis zur Straßenoberkante hoch. So, und obwohl das so ist, haben wir jetzt die Rückstausicherung, den Rückstauschutz, weil wir das Abwasser hier hoch genug pumpen, einmal über das Niveau der Rückstauebene hinweg. Und das ist der entscheidende Punkt. Hier können wir nämlich gut erkennen, der eigentliche Rückstauschutz findet alleine da statt, wo die Schleife wirklich hoch genug gezogen wurde. Und die eigentliche Aufgabe, die Kernaufgabe der Hebeanlage ist eigentlich nur, über das Niveau der Rückstauebene hinweg zu fördern. Ja, darum geht's. Und das müssen wir hier betrachten. Sprich, selbst wenn die Hebeanlage mal nicht funktionieren würde, was wir natürlich nicht hoffen, wäre der Rückstauschutz zu jeder Zeit gegeben, wir hätten allenfalls ein Problem mit der weiteren Abwasserentsorgung. Diese beiden Aspekte muss man eben abgrenzen hier. Jetzt könnte man sagen, naja, gerade in der Nachrüstung ist es nicht immer so idealtypisch zu lösen mit so einem Pumpenschacht. Ja, auch hierfür gibt es dann natürlich Produktlösungen. Das heißt, dann sprechen wir vielleicht im privaten Bereich, im Einfamilienhaus vom Partyklo, das hört man mal oft so als Begriff, oder hier die Waschküche, die hier dargestellt ist. Das heißt, man arbeitet mit kleinen Hebeanlagen, kleinen Behälterprodukten, die bodengleich aufgestellt werden, wo wir auch kleinere Rohrleitungsquerschnitte nutzen und damit auch die Installation deutlich kostengünstiger und einfacher gestaltet werden kann. Dass wir über das Niveau der Rückstauebene hinweg müssen, das bleibt allerdings so gesehen unverändert.
Ja, und damit will ich Ihnen einfach nur mal aufzeigen, über welche preislichen Dimensionen wir hier sprechen. Das sind nur mal circa Preise aus Bruttolisten gezogen, um mal die Dimension zumindest zu sehen. So ein einfacher Verschluss für fäkalienfreies Abwasser, der ist eben schon relativ günstig zu haben. Das ist das Bild, was manch ein Hausbesitzer dann auch im Kopf hat, wenn er mal durch den Baumarkt gezogen ist. Wir müssen dann aber sehen, sobald eine Toilette mit im Spiel ist, ist auch der Rückstauverschluss als solches deutlich aufwendiger, technisch aufwendiger. Die Klappen sind dann im Regelfall nämlich immer offen, damit alle, wie wir immer galant sagen, üblichen Beimengungen passieren können. Und dann ist der Preisunterschied zur Hebeanlage gar nicht mehr so erheblich. Und wenn wir uns mal fragen, was kauft der Kunde am Ende von uns, dann kauft er im übertragenen Sinne von uns ja gar nicht die Hebeanlage, sondern er kauft einen Nutzen. Und der Nutzen hier wäre wirklich das Argument, dass wir sagen können, die Entwässerung ist zu jeder Zeit unabhängig von der Situation im Kanal möglich. Ob es dann immer so eine Kompli sein muss oder nicht vielleicht so ein WC-Fix ausreicht, das muss man eben sehen, das muss man erörtern, das kommt auf den Anwendungsfall an. Und da stehen wir natürlich beratend auch gerne zur Seite. Am Markt gibt es da noch weitere Aspekte, Rückstaupumpanlagen, Hybridhebeanlagen. Auch das sind technische Möglichkeiten, die man hat. Eins will ich an der Stelle nur mal vorwegnehmen. Das Argument Strom und Stromkosten, das ist weniger relevant. Ich kann ja einfach noch mal die Frage in die Runde stellen. Hat jemand eine Idee, was eine Hebeanlage im Jahr an Stromkosten verursacht? Vielleicht schreiben Sie mal einfach einen Wert in den Kommentar in Ihrem Webinarfenster. Ich hätte gerne einfach mal einen Tipp. Was kostet eine Hebeanlage an Strom? Wir gehen mal davon aus, wir haben ein Gebäude komplett angeschlossen. Das ist auch nicht sehr real, aber gehen wir mal davon aus, ein Vier-Personen-Haushalt entwässert die komplettes Abwasser über diese Kompli-Hebeanlage, die wir hier im Bild sehen. Vielleicht rechnen Sie mal pro Tag und Einwohner 120 Liter Wasserverbrauch bei vier Personen, 480 Liter am Tag. Was kostet die Hebeanlage im Jahr? Gibt's schon einen Tipp? Ich sehe schon eine Meldung. Die Berufsschule aus Neumünster sagt 100 Euro. 100 Euro sind geboten. Wer bietet weniger, sage ich jetzt mal. Es kommt eine neue Meldung. Genau, weniger bietet die Berufsschule aus Lüneburg. Die sagen 50 Euro. 50 Euro. Können wir es noch reduzieren? Kommt noch was? 480 Liter am Tag. Ich könnte jetzt die Frage stellen, wie lange läuft so eine Hebeanlage? Und ich gebe Ihnen jetzt mal ein Stichwort an die Hand. Wir haben es hier mit einem Kurzzeitläufer zu tun. Das heißt, unsere Hebeanlage sammelt jeweils um die 20 Liter Wasser und fängt dann an zu pumpen. Die Frage ist, wie lange pumpt sie? Jetzt kommt noch eine Meldung. Die Ekener Schule in Flensburg sagt auch 50 Euro. In Flensburg sind es auch 50 Euro. Ich reduziere das jetzt mal, ja? Dann hätte ich das letzte Angebot aus Husum, wäre 47 Euro. 47 Euro, nein, ich sag mal, wir haben es mal gerechnet, noch mit, ich glaube, 24 Cent pro Kilowattstunde und sind damals auf einen Betrag von 7,49 Euro gekommen. Ja, jetzt kommt noch ein Hinweis. Neumünster hätte mit 35 Euro geschätzt. Ich gehe jetzt mit 7,50 Euro ins Rennen. Bei 24 Cent haben wir das gerechnet, da müssen wir jetzt heute ein bisschen mehr ansetzen. Aber selbst wenn ich jetzt sagen würde, wir sind vielleicht dann bei 15 Euro mit neuen Energiepreisen, dann sind wir in einem guten Rahmen. Weil stellen Sie sich vor, so eine Hebeanlage, die sammelt rund 20 Liter Wasser und dann pumpt sie ab. Ja, und für so einen normalen Pumpvorgang, wenn wir im Kellerbereich sind und sagen, wir müssen 2 Meter hochpumpen, braucht die 3, vielleicht 4 Sekunden. Ja, die pumpt 480 Liter in 24 Pumpzyklen, a 20 Liter für 3, 4 Sekunden ab. Das heißt, die läuft am Tag um die Minute. Ja, und damit haben wir relativ geringe Stromkosten. Wie gesagt, das Stichwort lautet Kurzzeitläufer an der Stelle. Und damit haben wir eigentlich schon die wichtigsten Aspekte jetzt behandelt, wenn wir jetzt mal das Thema Rückstauschutz isoliert betrachten. Wo wir halt sehen müssen, dieses Thema ist erklärungsbedürftig. Und es ist eben auch erklärungsbedürftig, klarzumachen, warum brauchen wir eine Hebeanlage? Warum ist uns also das Kanalniveau vollkommen unerheblich? Ich hoffe, das sollte hängen geblieben sein. Und dass wir eben abgrenzen müssen zwischen diesen zwei technischen Möglichkeiten, Rückstauverschluss oder, ich sage jetzt mal besser aus meiner Position, die Hebeanlage. Ja.
Für Sie gesammelt gibt es eine Seite, rückstausicherung.net. Die ist auch sehr auf den Endverbraucher ausgerichtet, damit sich Leute informieren können. Unser Ziel von der Marketingseite ist natürlich immer, Bedarf von unten zu erzeugen, Nachfrage zu erzeugen über das Fachhandwerk. Und das kann man über diese Seite ganz gut tun. Da sind dann auch neben diesen Animationen, die ich gerade gezeigt habe, Erklärvideos hinterlegt, damit eben auch ein Laie verstehen kann, worum es geht. Ich habe hier auch nochmal die Links eingeblendet. Rückstausicherung.net, wie gesagt, ist die Seite relativ produktneutral erstmal als Informationskanal gestaltet. Ein ganz kurzer Exkurs, den möchte ich dazu geben, weil es mir auch ein Stück weit am Herzen liegt, das Thema Dichtheitsprüfung. Das ist ja ein Thema, das abhängig von den Bundesländern mehr oder weniger hochgehalten wird im Kurs und Sie in der Fachwelt auch immer mal wieder Ihnen begegnen wird. Das heißt, es geht hier um die Rohrleitungen, die unter der Bodenplatte mitunter verlegt sind. Sie sehen, das ist hier dargestellt, dass die nicht mehr ganz in Ordnung ist, diese Leitung hier. Die Frage ist also immer, was macht man, wenn man feststellt, die Abwasserleitungen sind defekt? Ein Rohrleitungssanierer, der wird Ihnen jetzt natürlich dazu raten, da einen Inliner reinzuziehen, die Rohrleitung also ohne Erdarbeiten grabenlos zu sanieren. Wir aus dem SAK-Bereich sollten an der Stelle aus meiner Sicht immer zum Einbau einer Hebeanlage raten. Das hat nämlich den Vorteil, dass wir einerseits die Rohrleitungen unter der Bodenplatte aufgeben können, die müssen nie wieder auf Dichtheit geprüft werden und mit dem neuen abgehängten Leitungssystem hier unter der Kellerdecke können wir dann gleichzeitig auch den Rückstauschutz realisieren, wenn in Kombination eine Hebeanlage eingebaut wird. An der Stelle, wenn Sie das technisch betrachten, ein ganz großes Achtung in den Markt. Das ist ein Foto, was ich selber ich sag mal live gesehen habe hier, dieses Szenario. Hier waren nämlich sogenannte Kanalhaie am Werk. Die können genauso googeln unter dem Thema Rohrmafia. Wenn Sie bei bild.de zum Beispiel Rohrmafia mal eingeben, kommen Sie auf mein Video. Da ist nämlich die Dame hier im Hintergrund, die ist da nämlich um 6.500 Euro erleichtert worden von dieser Kanalmafia. Die waren weg, als ich da ankam, entfernte Verwandtschaft von mir. Und ja, ich bin auch dann dem Kanalhai gegenübergetreten mit durchaus weichen Knien, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann haben wir das hier aufgedeckt und derjenige ist dann auch in diesem Jahr vom Bielefelder Landgericht verurteilt worden wegen Erpressung, weil es dann nämlich wirklich dann so ging, entweder du zahlst oder du kannst nicht mehr zur Toilette gehen. Das sind dann so die Vorgehensweisen der Dubiosen im Markt, muss man ganz klar sagen. Und da gilt für mich als oberstes Credo, der Installateur muss immer die Vertrauensperson für den Hausbesitzer sein. Und als solches sollten Sie sich da auch immer darstellen. Das mal als ganz kleines Randthema hier nochmal genannt. Wie gesagt, auf bild.de kann man meinen Fall auch nochmal sehen und auch das Video, was ich da gemacht habe von diesem vermeintlichen Kanalhai, als er geflüchtet ist. Genau. Kommen wir jetzt mal auf die Hebeanlage im Kern und zeige ich hier mal im Überblick, welche Typen von Hebeanlagen es im Markt gibt. Und Sie sehen hier, auch hier taucht eine Norm auf, die DIN EN 12050. Das ist die relevante Produktnorm, die für uns bei Jungpumpen natürlich maßgeblich ist, aber auch für alle anderen Hersteller im Markt, die Spielregeln schafft. Das heißt, wenn wir hier mal auf den Teil 1 gucken, die Compli-Hebeanlagen, so heißen sie bei Jungpumpen, dann sehen Sie, da gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte, die angeboten werden. Bei der Frage, welche Pumpe ist am Ende die richtige, muss man immer die Frage stellen, ja, was haben wir denn dann an Fördermenge und welche Förderhöhe müssen wir überbrücken? Das heißt, das wäre ein Aspekt, ein Entscheidungskriterium, was wir hier anwenden. Zum anderen sehen Sie hier im Bild bei diesen unterschiedlichen Typen von Hebeanlagen, wenn Sie hier mal auf den Druckabgang achten, dass hier unterschiedliche Nennweiten hier im Druckabgang vorhanden sind. Sie sehen die Anlage ganz links, da steht, das ist eine Anlage mit einem Schneidwerk. Das heißt, das sind dann Anlagen mit einer Zerkleinerungseinrichtung. Die haben meist den Vorteil, die bringen große Druckhöhen mit sich. Das heißt, ich kann auch große Förderstrecken überwinden. Sie haben aber auch einen Nachteil, sie sind nämlich relativ laut. Das heißt, wir würden die für ein Wohngebäude an sich nie empfehlen.
Man geht da eher im Wohngebäudebereich auf sogenannte Freistromradanlagen, also alles, was hier mit der blauen Unterschrift versehen ist. Die haben nämlich keine Zerkleinerungseinrichtung, müssen dann aber mindestens mit einem Druckleitungsquerschnitt von DN80 angeschlossen werden. Und so gibt es hier eben unterschiedliche Typen als Einzelanlagen zunächst mal. Das heißt, Sie sehen, hier ist jeweils ein Motorkopf aufgebaut. Vielleicht haben Sie dann aber auch die Situation, dass Sie im öffentlichen Bereich, im gewerblichen Bereich, in der Gastronomie unterwegs sind. Das heißt, dann sollten Doppelanlagen angeboten werden. Das heißt, Sie sehen, diese Anlagen verfügen dann über zwei Motoren. Es geht hier immer im Kern der Sache um das Thema Ausfallsicherheit. Die zweite Pumpe ist die Reservepumpe, die man hat. Und die haben dann eben entsprechend große freie Durchgänge, natürlich ganz unterschiedliche Leistungsgrößen, je nachdem, was hier tendenziell dann gefordert ist, was der Einsatzfall letztlich abverlangt. So, und so müssen wir jetzt sehen, ist unsere Hebeanlage am Ende ein Teil des Entwässerungssystems. Ja, und hier haben wir dann die Einzelkomponenten, die eben die verschiedene Rollen spielen. An ganz vielen Stellen geht es um das Thema Wartung. Das heißt, Sie sehen, hier haben wir beispielsweise dann den Schieber schon im Zulauf. Hier geht es also darum, dass wir abschiebern können im Wartungsfall. Das Gleiche haben wir hier auf der Druckseite. Auch hier haben wir einen Schieber, der dann hinter der Rückschlagklappe angeordnet ist. Sie sehen, die Leitung hier ist ja voll gefüllt. Die Rückschlagklappe hat so gesehen auch immer die Aufgabe der Energieersparnis. Das Wasser läuft nicht immer, die Wassersäule läuft nicht immer komplett zurück. Andererseits muss man hier nochmal ganz klar abgrenzen, die Rückschlagklappe auf der Druckseite hat nichts mit dem Rückstauschutz zu tun. Das wird nämlich oftmals in der Praxis verkannt. Dann heißt es, ach, ich komme nicht hoch genug mit meiner Schleife. Da habe ich doch die Rückschlagklappe, die wird schon richten, so nach dem Motto. In vielen Fällen zugegebenermaßen wird das wahrscheinlich so sein und auch so gut gehen, muss es aber nicht. Ja? Und das ist dann wieder die Frage, wie reagiert ein Gutachter darauf, wenn dann ein Schaden entsteht, weil die Schleife doch nicht hoch genug geführt war. Ja, und so sehen Sie viele weitere Aspekte, die hier eine Rolle spielen für den fachgerechten Einbau. Auch immer wieder gern genommen hier das Thema elektrischer Anschluss, gehe ich nochmal kurz darauf ein. Da wird nämlich das Steuergerät noch schnell mit in den Schacht gedonnert, so will ich mal sagen. Da gehört es aber auf gar keinen Fall hin, weil die Steuerung, Wasser und Strom vertragen sich nicht, die muss immer überflutungssicher, gut belüftet, entsprechend meist an der Wand montiert sein. Ja, und so erleben wir dann natürlich immer wieder Fälle, wo man sagen muss, oh Gott, was ist denn hier schiefgelaufen? Das ist nur mal ein Bild aus einer Vielzahl von Bildern, die ich jetzt hier präsentieren könnte, wenn ich mehr Zeit hätte. Aber da sehen Sie, wenn solche Bilder durch uns geschossen werden, dann ist meist irgendwo das Kind in den Brunnen gefallen, auch ein Schaden eingetreten. Hier sind eine Vielzahl von Fehlern zu erkennen. Neben dem Schieber im Zulauf und Rohrdimensionen, die nicht passen, ist es doch vor allen Dingen die Rohrdimension hier in der Druckleitung. Wir müssen eben sehen, wenn wir hier mit DN80 ableiten, dann dürfen wir hier eben nicht auf eine 2-Zoll-Leitung verjüngen. Ja. Gehen wir mal einen Schritt weiter und werfen mal hier die Anlagen für fäkalienfreies Abwasser in den Mittelpunkt. Und da sehen Sie, da bieten wir natürlich als Pumpenhersteller die Pumpe an, liefern aber auch auf Wunsch immer den passenden Behälter mit. Das heißt, entweder können wir hier Kunststoffbehälter für den Erdeinbau, die sogenannten Baufixe, anbieten, die dann ohne Einschallarbeiten im Prinzip in die Bodenplatte, in die Sohle eingegossen werden. Oder es gibt die entsprechenden Überflurbehälter als Hebefixe oder entsprechende Einbausets. Und damit sind wir im Kern der Sache im Grunde genommen bei der Tauchmotorpumpe, die dann wiederum hydraulisch ausgewählt wird, in Abhängigkeit der Förderleistung, die verlangt wird, vielleicht aber auch in Abhängigkeit von den Beimengungen, die im Abwasser enthalten sind. Das heißt, die Korngröße spielt hier immer eine Rolle. Für einen Festeinbau gilt, die Hebeanlage sollte immer mindestens 10 mm freien Durchgang haben. Einen Ausreißer haben wir so gesehen hier in der Darstellung. Das wäre hier diese Saimer-Pumpe. Da sehen Sie, 2 mm freien Durchgang hat die nur. Damit ist das eben nur eine reine mobile Notentwässerungspumpe, die dann auch flachabsaugend wirkt, am Ende auf 2 mm eben runterpumpt. Klassisch werden dann solche Pumpen oftmals eben in bauseitigen Pumpensümpfen eingebaut und verrichten da ihren Dienst, ihre Arbeit. Wir haben es mit fäkalienfreiem Abwasser zu tun. Das heißt, die Pumpe arbeitet dann ja zunächst mal niveauabhängig über den Schwimmerschalter. Wir würden immer empfehlen,
auch wenn es nicht dientechnisch erforderlich ist und notwendig ist, hier noch einen Alarmschwimmer vorzusehen. Also eine Alarmeinrichtung, damit man gerade bei der Einzelanlage, gerade dann, wenn oftmals Waschmaschinen angeschlossen sind, über einen unzulässig hohen Wasserstand auch informiert wird. Egal ob Fäkalienhebeanlage oder fäkalienfreies Abwasser, hier in einigen Fällen brauchen Sie eine Doppelanlage. Das heißt, immer dann, wenn man sagen kann, der Zufluss ist nicht kontrollierbar, dann brauchen wir eine zweite Pumpe, die im Reservebetrieb dann fördert. Und hier setzt man dann eben diese beiden Pumpen in der Regel ein, auch mit den entsprechenden Komponenten. Das Herzstück des Ganzen ist dann eben die Steuerungstechnik. Das heißt, die Grundanforderung an so eine Steuerung ist, dass im Normalbetrieb die Pumpen wechselseitig arbeiten, Zug um Zug, mal die eine und mal die andere Pumpe. Dass dann aber bei einer Störung über die Schwimmerschalter auch ein Alarm angezeigt wird, wenn eine Pumpe nicht funktioniert, damit dann die noch intakte Pumpe eben zugeschaltet werden kann und den Betrieb der Abwasseranlage aufrechterhält. Hier haben wir als Alternative zu solchen Einbauten Bausalz seit diesem Jahr dann auch Einbausets mit ins Programm genommen. Gerade für die Doppelanlage total interessant, unser Einbauset Easy Fix. Das heißt, wir liefern im Grunde genommen dieses Gebilde, wie Sie es hier sehen, die Grundplatte mit dem vormontierten Rohrleitungssystem hier. Und dazu gehört dann die Steuerung. Und Sie können dann mit so einem System ganz, ich sage jetzt mal, normale Pumpen mit angebautem Schwimmer verwenden, die dann über ein Gleitrohrsystem angekuppelt werden. Und über diese Steuerung wird dann der Wechselbetrieb realisiert. Sie brauchen keine Elektrofachkraft, weil im Grunde genommen hier, Sie sehen das an dem Gehäuse der Steuerung, da die Pumpen ganz einfach über die Schuko-Stecker verbunden werden. Oftmals geht man dann davon aus und denkt, naja, so eine Pumpe im Bereich fäkalienfreier Abwässer, naja, da muss man doch gar nicht viel machen. Das Thema Wartung wird leider oftmals viel zu sehr unterschätzt. Und insofern hier einfach mal ein Bild, wo Sie sehen, auch wenn wir über fäkalienfreie Medien sprechen, gerade wenn an solche Behälter oder auch Pumpensümpfe Waschmaschinen angeschlossen sind, dann sollte auch hier eine regelmäßige Wartung stattfinden, eine Reinigung stattfinden, denn ansonsten führt das natürlich auch hier zu nicht unerheblichen Geruchsbelästigungen. Kommen wir zur dritten und letzten Fraktion von Hebeanlagen. Hier sind mal die kleinen Hebeanlagen im Fokus. Fachlich richtig müsste ich sagen, wir sprechen über Hebeanlagen zur begrenzten Verwendung. Das sind die Gerätschaften, die Sie am Markt als Fäkalienförderer oder auch Zerhacker oder Häcksler kennen, direkt hinter dem WC eingebaut. Das sind auch die Produkte, die am Markt leider Gottes oftmals nicht so einen guten Ruf genießen. Das liegt nicht an den Geräten, sondern das liegt dann oftmals an der Verwendung. Wenn nämlich jemand auf die Idee kommt, dass er so einen WC-Fix hier anstelle der Kompli-Hebeanlage einsetzt, dann wird das mitunter eng, dann führt das zu Problemen. Also die Norm, und das gilt wieder für alle Hersteller, setzt hier sehr enge Spielregeln, wie und inwiefern solche Geräte angeschlossen werden dürfen. Und wichtigste Stichworte hier sind markiert. Wir müssen über den kleinen Benutzerkreis sprechen. Das heißt, das sind reine private Anwendungen. Wir brauchen ein weiteres WC oberhalb der Rückstauebene. Wir haben einen ganz kleinen Behälter. Wir haben also keinen Puffer, kein Notstauvolumen. Und auch noch wichtig, wir müssen von einem Toilettendirektanschluss sprechen. Das heißt, das Gerät steht direkt hinter der Toilette oder beim WC-Fix Plus. Sehen Sie, könnte man hier auch den, da sieht man es, den seitlichen Anschluss wählen. Das heißt, wir könnten das ganze Gerät auch in einem Vorwandmontagesystem quasi verschwinden lassen, sodass man die Technik eigentlich erstmal nicht sieht. So, und selbst dann gibt die Norm eben vor, was angeschlossen werden darf. Und das gilt auch wieder für den Gesamtmarkt, für alle Hersteller, die hier am Markt vergleichbare Produkte anbieten. Ein WC, ein Handwaschbecken, eine Dusche und ein Bidet maximal und gleichzeitig dürfen die angeschlossen werden. Keine Badewanne, keine Waschmaschine. Ja, das sind oftmals so die Fragen, die dann auftauchen. Und wenn Sie sich fragen, warum nicht, dann hat das nichts mit der Menge zu tun und auch nicht primär mit der Temperatur, sondern es geht einfach darum, dass mitunter niemand mehr im Raum ist.
Und wenn Sie sich das mal hier anschauen, in Verbindung hier mit diesem Einbaudiagramm, Sie sehen, hier haben wir an der Seite eine Dusche angeschlossen. Stellen Sie sich mal vor, unsichtbar, hier wäre irgendwo noch an der Seite eine Badewanne oder auch eine Waschmaschine, und die wird jetzt hier in den Behälter reinpumpen. Es ist mitunter gar keiner im Raum. Jetzt springt das Gerät nicht an, oder es hat sich vielleicht irgendwo ein Feuchttuch oder Hygieneartikel haben sich hier angesammelt. Es kommt zur Störung. Dann könnten theoretisch dann fäkalienhaltige Abwässer hier über die Dusche rausdrücken. Das ist so das Horrorszenario, was man hier aufbringen kann, warum man dann eben auch normativ schon sagt, diese Dinge dürfen nicht angeschlossen werden. Auch hier gibt es ganz viele Bilder, die ich Ihnen zeigen könnte. Hier auch nochmal der Hinweis auf das Thema Anschluss. Direktanschluss heißt hier maximal 35 cm. Diese Geräte werden dann üblicherweise am Markt, ja, man könnte jetzt sagen, vergewaltigt. Ja, die werden für alle möglichen Dinge verwendet, und man muss halt sehen, die sind dann auch am Ende nicht überflutbar. Das heißt, die sind allenfalls technisch Spritzwasser geschützt. So eine Compli-Hebeanlage ist voll überflutbar, der WC-Fix auf gar keinen Fall. Das mal zum Thema Hebeanlage. Jetzt gehen wir mal gedanklich einen Schritt weiter und kommen damit eben auf eine unserer neueren Entwicklungen, den Plankofix. Und wenn wir über den Plankofix sprechen, dann könnte ich Ihnen jetzt hier auch die demografische Bevölkerungsentwicklung darstellen, also wie sich die Alterspyramide darstellt. Und da werden Sie feststellen, wenn Sie sich das mal angucken, das ist ja auch oft ein Thema in Verbindung mit der Rentendiskussion, wir werden in Zukunft mehr ältere Menschen haben, weniger jüngere Menschen. Und damit wird für unsere Branche gesprochen der Bedarf an barrierefreien Bädern zunehmen. Und wenn wir dieses Thema nehmen, können wir nicht nur über den Neubau sprechen, wir müssen auch über den Wohnungsbestand sprechen. Und gerade wenn wir es mit kleinen Bädern zu tun haben und im schlimmsten Fall jemand wirklich darauf angewiesen ist, dass er einen Rollstuhl nutzen muss oder ältere Menschen auch einen Rollator, dann hat die Fläche der Dusche hier einen ganz wichtigen Charakter, weil die kann in den Bewegungsraum, der hier oben verlangt wird, mit einbezogen werden, wenn sie bodengleich ist. Ja? Und da kommt immer wieder die Diskussion auf, dass dann Leute sagen, Mensch, aber so 1-2 Zentimeter sind doch kein Problem. Dann kann ich doch trotzdem da mit dem Rollstuhl fahren. Und da würde ich jetzt ganz klar sagen, nein, so ist es nicht. Sie sehen das mal hier, hier versucht jemand auch in einem Seminar, in einer Seminarsituation, über eine 2 Zentimeter Schwelle drüber zu fahren mit seinem Rollstuhl, und er schafft es nicht. Er hätte jetzt rückwärts darüber fahren können, okay. Ja, aber erstmal können wir festhalten, jede kleine Schwelle stellt mitunter für den Nutzer ein großes Hindernis dar. Und wir müssen eben nicht nur über den reinen Rollstuhlfahrer hier, die gehandicapte Person, nachdenken. Es geht auch um das Pflegepersonal, das hier mitunter Schwierigkeiten haben könnte. Und genau da knüpft jetzt unsere Idee an. Das heißt, wir sagen, es muss Möglichkeiten geben, dass man fast überall barrierefreie, bodengleiche Duschen herstellt. Und der Plankofix als Produktlösung, dessen Aufgabe ist es im Grunde genommen hier im Bild rechts, relativ geringe Höhenunterschiede zu überwinden. Es geht also nicht darum, oben an die Kellerdecke zu pumpen, sondern wir wollen einfach eine Möglichkeit schaffen, dass die alte Duschtasse raus kann, eine bodengleiche Walk-in-Dusche geschaffen werden kann. Und wenn wir uns das mal im Detail anschauen, verschwindet damit im Prinzip die Technik unter der Bodenplatte, muss aber natürlich voll erreichbar bleiben. Das heißt, ich muss an alle Komponenten herankommen können. Und das ist technisch eben hier über unsere Lösung gegeben. Können wir im Bestand fast überall bodengleiche Duschen realisieren. Und Sie sehen das hier nochmal ganz extrem mit diesem Dusch- oder Toilettenstuhl, der hier eingesetzt worden ist. Der hat diese kleinen Räder, der hat 4 von diesen kleinen Rädern, und da ist eben dieses Thema Bodengleichheit sehr entscheidend.
Wir spielen diesen Kanal bei Jungpumpen jetzt seit 9 Jahren und haben in diesem Jahr mit dem Plankofix Connect ein ganz neues Produkt rausgebracht. Connect kommt von Connection, das heißt, wir als Jungpumpen haben uns connected, in dem Fall mit der Firma Dalma, bieten wir das nämlich jetzt zusammen an. Das heißt, wir haben eine Weiterentwicklung unserer Plankofix-Technik hier an den Markt gebracht. Das sehen wir hier unten mal im Bild. Das ist unser Produkt. Und zu uns gehört dann im Prinzip noch hier der Dichtvlies, der mit unserem Produkt mitgeliefert wird, damit die bauseitige Abdichtung geschaffen werden kann. Die Ablaufkomponenten, die liefert dann die Firma Dalma, sodass man sich entscheiden kann, ob man eine Linienentwässerung, eine Punktentwässerung oder eine Flächenentwässerung hier zum Einsatz bringen kann. Maßgebliches Ziel für uns bei der Entwicklung war es, die Einbauhöhe zu reduzieren. Das heißt, wir haben jetzt hier nur noch eine Einbauhöhe von 7,5 cm. Andere Komponenten sind im Prinzip gleich geblieben. Und jetzt können wir mal gucken, ob hier das Video, ich weiß nicht, muss das vielleicht nochmal gestartet werden oder muss ich nochmal klicken? Ja, genau. Sie können dazu eben ein Animationsvideo ansehen über unseren YouTube-Kanal beispielsweise. Da ist mal sehr detailliert das Thema beschrieben. Und hier sehen wir jetzt vom Grundsatz her mal, wie es dann funktioniert. Die Einzelkomponenten, wie gesagt, der Ablauf von der Firma Dalma hier mit der Rinne. Und so kann man jetzt hier diese Geschichte und sich anschauen, wo es eben darum geht, das alte Bad zu entkernen, sodass dann eben der Plankofix hier zum Einsatz kommt. Wir sehen, wir haben einen Höhenunterschied von 15 cm hier zu der Anschlussleitung. Das Ganze muss natürlich in Waage ausgerichtet werden, sodass alles passt. Ja, wir müssen den Estrich im Prinzip einkalkulieren. Und dann wird im Prinzip hier die Druckleitung angeschlossen. Wir brauchen eine Spannungsversorgung. Bauseits muss das Ganze natürlich hier abgesichert sein über den Elektriker. Und dann würde man erstmal einen Probelauf durchführen. Hier sehen wir weiß den Schwimmerschalter. Wir haben also eine niveauabhängige Schwimmerschaltung hier im Einsatz. Und damit fördern wir hier unser Fördergut über die Druckleitung ab. Dann gibt es einen Bauschutz für den weiteren Einbau, eine Auftriebssicherung, die dann angebracht wird am Behälter selbst. Und dann kann hier im Prinzip mit den weiteren Arbeiten fortgefahren werden. So, und dann ist natürlich ein ganz großes Thema das Zusammenspiel zwischen Installateur und Fliesenleger. Hier haben wir die DIN 18534. Es geht also um die Abdichtung, die Wassereinwirkungsklassen, dass hier fachgerecht eben abgedichtet wird und das Gerät fachgerecht auch angebunden wird an diese Abdichtung. Und das ist hier jetzt nochmal im Detail dargestellt. Und da sind natürlich viele unterschiedliche Arbeitsschritte auch nochmal erforderlich. Hier haben wir nochmal einen weiteren Bauschutz für die Rille, in die jetzt im Prinzip hier der Dichtflansch mit dem Vlies eingesetzt wird. Das macht man genau einmal, dann ist das fest und lässt sich auch nicht mehr entfernen und gilt dann als werkseitige Abdichtung. Das heißt, wir haben die höchste Stufe der Abdichtung, Klasse W3, damit erreicht. Und dann kann im Prinzip der Fliesenleger die weiteren Abdichtungsarbeiten durchführen, den Dichtflansch entsprechend hier einarbeiten mit seiner entsprechenden Bauchemie, die er hier nutzt, und die weiteren Schritte dann durchführen für den Einbau des Gerätes. So. So, dazu sind natürlich dann Aushärtezeiten zu berücksichtigen. Wie gesagt, das macht das Ganze dann ja entsprechend aufwendig. Aber im Kern der Sache, das können wir mal sagen, geht es ja darum, dass die Technik unter der Fliese im Grunde genommen verschwindet, aber alle beweglichen Komponenten eben erreichbar bleiben und das Ganze hier noch mit einem tollen Design verbunden ist. Und das ist eben das, was wir vor allen Dingen jetzt hier in der Zusammenarbeit mit Dalma erreichen. Dann kommen hier nochmal so spezielle Dinge hinzu, so ein Schnittschutz, der dann eingesetzt wird für die Abdichtung, und so würde dann der Fliesenleger hier entsprechend den weiteren Aufbau vornehmen. Hier
Der Ablauf ist noch mit einer Sekundärentwässerung versehen. Das Blaue ist im Prinzip eine Zentrierhilfe für den Einbau. Und dann kommt im Prinzip hier die Rinne. Die Linienentwässerung ist ja sicherlich die bevorzugte Lösung in unseren Zeiten am Markt. Ja, und so können Sie hier ganz detailliert diesen Einbau weiter verfolgen. Durch dieses Band, was hinten an der Wand klebt, sieht man jetzt hier, haben wir eben einen Schnittschutz. Wenn später mal die Silikonnaht erneuert wird, ist das eben auch kein Problem und kann hier entsprechend vorgenommen werden. Ja. Hier sehen Sie das jetzt eben mal im Detail. Und so wird dann eben die Fliesen, werden die Fliesen angearbeitet. Bei der Abdeckung ist immer alles mit dabei, damit man eben eine verfließte Abdeckung bekommen kann. Alternativ gibt es immer die Möglichkeit, eine Edelstahlplatte einzusetzen. Bei größeren Anlagen könnte man dann überlegen, wenn es ein Hotel ist mit mehreren Bädern, dass man dann auch das passende Logo oben in die Abdeckung einlasern lässt. All diese technischen Möglichkeiten gibt es hier eben mit Dahlmer als Kooperationspartner. Genau, hier wird das Ganze dann abgedichtet, relativ zum Schluss. Dann muss im Prinzip die Abdeckung noch hergestellt werden, die Fliese hier eingesetzt werden mit dem entsprechenden Anschnitt. Geht hier alles freihand in der Luft. Und damit ist im Prinzip das Ganze weitestgehend fertiggestellt. Ja, hier wird jetzt zum Schluss noch, genau, hier sieht man, man kommt alles dran. Das ist mal die Alternative in Edelstahl. Und dann gibt es hier so ein kleines Werkzeug, das gehört zum Lieferumfang, dass man eben die Abdeckung jederzeit leicht entfernen kann zu Säuberungszwecken. Und Dahlmer liefert als Premium-Hersteller hier auch noch das passende Tuch dabei, dass man die Rinne auch säubern kann. Das mal so als Vorher-Nachher-Effekt vom alten Bad zum barrierefreien Bad, dass es da eben heute alle Möglichkeiten gibt in dieser Kooperation, wie wir das anbieten. Hier sehen Sie nochmal die entsprechenden Prüfzeugnisse, die wir dafür auch vorhalten, seitens der VDI-Prüfung, seitens des DEKRA-Schallgutachten, denn das ist eben eine Frage, die oft gestellt wird, wie laut oder leise ist das? Wir erfüllen hier ganz aktuell mit dem PlancoFix Connect auch die Anforderungen an den erhöhten Schallschutz. So, und so sehen Sie hier mal die Varianten, die es dann auch im Angebot gibt. Wie gesagt, von der Linienentwässerung über die Flächenentwässerung zum Punktablauf in verschiedenen Farben. Das ist das, was wir hier im Grunde genommen heute können. Hier sehen Sie dann die Aufbauhöhen. Vier Produkte gibt es in Summe am Markt. Die geringste Aufbauhöhe haben wir eben mit dem Connect von nur noch 7,5 Zentimetern, wie ich das gerade schon sagte. Damit habe ich jetzt, glaube ich, eine Minute überzogen. Ich hoffe, das ist im Rahmen, in der Toleranz. Danke für die Aufmerksamkeit, auch für die Beantwortung der Fragen. Sie können hier über unsere Kanäle auch virtuell die ganzen Videos und Filme jederzeit aufrufen, über Facebook Neuigkeiten verfolgen aus unserem Hause. Da freuen wir uns natürlich, wenn wir mit Ihnen in Kontakt bleiben. Auch nochmal ein Tipp zum Thema Auslegung. Auch dafür gibt es dann Apps beziehungsweise die Media-App für die technischen Inhalte, die wir bereitstellen am Markt. Ja, und abschließend noch ein Hinweis auf unsere Videoreihe Forum Talk. Wir machen eben auch viel Werbung für das Fachhandwerk, haben dafür eine eigene Interviewreihe auch geführt. Das lohnt sich mal reinzuschauen. Forum Talk ab Folge 24 geht es um die Ausbildung im Handwerk, über die Perspektiven, die man dort hat. Und schauen Sie vielleicht einfach mal rein. Würde mich freuen, auch über ein Feedback, wenn es eins gibt. Und damit übergebe ich das Wort gern wieder an meinen Namensvetter, Marco. Ja, vielen Dank, Marco. Ich sag mal, du hast mir jetzt schon einiges vorweggenommen, weil wenn du mal auf meinen Zettel gucken magst, die Werbung für deinen YouTube-Kanal kann ich wirklich nur weitergeben. Ich habe den Kanal auch abonniert, muss sagen, sehr, sehr lehrreich, interessante Themen, diverse Themen, immer im Stoff und vor allen Dingen sehr, sehr aktuell. Lohnt sich auch für Klassen dort wirklich reinzuschauen, weil sehr lehrreich. Nicht? Dann möchte ich, bevor ich mich bei dir erstmal bedanke, bei den Zuschauern bedanken. Dann so eine rege Teilnahme bei uns im Chatroom, ich sag mal, das hat uns hinten im Background richtig Spaß gemacht. Dafür ganz, ganz herzliches Dankeschön, weil davon lebt so ein Vortrag ja auch, ja. Das muss ich sagen. Und hilft vor allen Dingen auch allen. Was ich, also erstmal bist du deinem Ruf als
Papst der Rückstausicherung gerecht geworden. Der ruft er dir vorauseilt. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich möchte natürlich auch die Zuschauer animieren, sie können ihn auch buchen. Nicht nur den Kanal abonnieren, sondern auch buchen. Ich habe vor kurzem mit Kollegen in Schleswig gesprochen und die hat mir davon berichtet, dass du gerade bei ihm vor Ort warst und auch Vorträge gehalten hast. Ja. Also auch diese Möglichkeit können Sie gerne in Betracht ziehen. Und als kleines Dankeschön, wir gehen ja in Richtung Weihnachten, habe ich als nochmal eine kleine Weihnachtstüte zusammengepackt für dich. Ja, super, danke. Nicht? Also symbolisch, das war wirklich toll, ja, zuzuschauen, danke, zuzuhören vor allen Dingen. Und ich habe auch wieder viel gelernt. Und ich muss sagen, ich bin jetzt froh, dass ich keinen Keller habe. Aber wenn ich einen hätte, wüsste ich ja, an wen ich mich wende. Okay, danke Marco. Gut, dann würde ich sagen, habe ich vorhin versprochen, dass ich noch ein bisschen über Neuigkeiten von der Stiftungsarbeit erzähle. Da werde ich jetzt, warte ich einmal auf meine Präsentation, aber die kommt auch gleich. Ich kann es schon mal sagen, ja, wir haben als Stiftung vor knapp 2 Wochen einen sehr, sehr erfolgreichen Messestand gehabt, hat uns allen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viele interessante Gespräche geführt. Wir haben auch für die Auszubildenden und mit den Auszubildenden unheimlich viel erlebt. Das war für uns sehr lehrreich und sowohl für den Stiftungsrat, aber auch für uns Mitarbeiter war das ja sehr erfolgreich. Was für Neuigkeiten haben wir seitens der Stiftung? Ich möchte einen neuen Kollegen vorstellen, den Herr Martin Jensen, der wird ja wahrscheinlich den meisten schon bekannt sein als Mitglied des Stiftungsrats. Meine Person zuständig für den Bereich Peter Jensen Küste, Peter Jensen Stiftung Küste, zuständig für Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Als neuen Kollegen darf ich Ihnen heute vorstellen den Herrn Tobias Günther. Der ist für den Bereich Niedersachsen zuständig, Peter Jensen Süd haben wir das Ganze einfach mal tituliert. Das heißt, beginnt Göttingen, Hildesheim, über Braunschweig, Hannover, Lüneburg, Stade. Dieser Bereich wird von Herrn Günther in Zukunft betreut und abgedeckt. Einige haben ihn schon auf der Messe kennenlernen dürfen, andere werden ihn demnächst kennenlernen. Er wird sich dann auch bei Ihnen an der Schule vorstellen oder auch in den Kammern. Da können Sie sich auch freuen. Ein toller Kollege, sehr, sehr engagiert und richtig Lust an der Stiftungsarbeit. Und meine Kollegin, die Frau Thiemann in Sachsen-Anhalt, die kennen Sie bereits, ja, hat ja auch bei uns auf der Messe ganz toll den Stand moderiert bei dem Polokal-Wettbewerb. Aber ansonsten auch im Bereich Sachsen-Anhalt rund um Magdeburg ist sie sehr, sehr engagiert dabei. Also da, glaube ich, haben wir jetzt schon, und bin ich mir auch sicher, ein sehr starkes Team am Start. Eine Maßnahme, die, ja, ich sage mal, Premiere auf unserem Messestand gefunden hat und auch guten und großen Anklang gefunden hat, das ist unser Lernfelder Workshop, den Katalog, den ja, viele mit Begeisterung entgegengenommen haben. Und wie so schön ein Kollege aus Eutin von Ihnen sagte, quasi ein Rundum-Sorglos-Paket. Was ist dieser Lernfelder Workshop-Katalog? Dieser Lernfelder Workshop-Katalog ja, hilft Ihnen, Ihren Unterricht einfacher, leichter zu machen. Jetzt probiere ich auch mal die Lupe aus. Jawohl. Sie können nämlich Ihren Fachunterricht ab sofort nach Belieben mit passenden Praxisschulungen gratis ergänzen. Das Ganze kostet Sie nichts. Das Ganze kostet Sie vielleicht, wenn es hochkommt, 10 Minuten Ihrer kostbaren Zeit, indem Sie den Katalog ja, sich anschauen und den passenden Workshop für sich herausfiltern und uns aufgeben. Da gehe ich einmal ganz kurz drauf ein. Dieser Lernfelder Workshop-Katalog hat für Sie folgende Vorteile, dass wir in Kooperation mit 25 Herstellern für Sie ein interessantes Programm abgestimmt haben. Wir haben ein oder auch mehrere ergänzende Lieferanten pro Lernfeld festgelegt und dabei handelt es sich dann um Schulungen, die 90, die können aber auch 180 Minuten gehen, teilweise auch mit praxisbezogenen und von der Industrie ja, extra zur Verfügung gestellten Fahrzeugen, sonderausgestatteten Praxismobilen, so nennt sich das. Das Besondere an diesen Workshops ist, dass es sich dabei um ein, hier markiere ich das mal, niederschwelliges Angebot für die zumeist 15- bis 18-jährigen Berufsschüler handelt. Das heißt, das ist eine verständliche Sprache auch für die jungen Auszubildenden. Ja, und wie gesagt, das Ganze ergänzt ihren Unterrichtsstoff. So, jetzt gehe ich einfach mal weiter. Das habe ich soweit erläutert. Der Ablauf ist relativ einfach. Wie gesagt, Sie sichten den Katalog, legen für sich selber den passenden Workshop fest, fassen das Ganze zusammen. Wir haben jetzt erstmal vorgegeben, bis Februar sammeln wir Ihre Ideen, Ihre Wünsche und dann koordinieren wir das Ganze. So,
Und wenn ich jetzt mal in den Katalog reinschaue, dann habe ich hier eine einfache Übersicht über die einzelnen Lehrjahre. Ich markiere es mal hier vorne. Ne, die einzelnen Lehrjahre, die dazugehörigen Lernfelder. Und dort haben wir insgesamt mit 25 Herstellern eine Kooperation vereinbart, dass sie dort zu den einzelnen Themen an ihrer Schule bzw. auch an den Lehrgängen vorsprechen. Nicht? Also Sie können gleichzeitig auch sehen und ganz einfach aussuchen und erkennen, ist dort ein zusätzliches Tool mitgegeben bei dem Workshop oder nicht. Das heißt, kommt der Hersteller mit einem Truck, kommt er mit zusätzlichen Benefits oder auch nicht. Sie suchen aus und können im Detail im Katalog auch nochmal den einzelnen Inhalt sich anschauen. Das heißt, in dem Fall habe ich jetzt mal REMS rausgesucht, Lernfeld 2, Werkzeuglehre, Werkzeugkunde. Da kommt der Kollege mit einem gut gefüllten Fahrzeug vorbei und präsentiert modernstes Werkzeug. Und die Auszubildenden haben die Möglichkeit, außerhalb ihres Ausbildungsbetriebes sich mit modernem Werkzeug bekannt zu machen. Und da unten sehe ich es dann auch nochmal, wenn ich einmal kurz darauf gehe, sofern Benefits mitgeliefert werden vom Hersteller, wird das nochmal rot markiert. Also ein einfaches Tool und für Sie das Rundum-Sorglos-Paket. Das heißt, sprechen Sie entweder mich, wenn Sie in der Region Schleswig-Holstein oder in Mecklenburg-Vorpommern aktiv sind an der Berufsschule, oder in Niedersachsen in Günther oder in Sachsen-Anhalt die Frau Thiemann an. Eine weitere Maßnahme, über die ich mich sehr freue und an der Stelle auch nochmal bei der Handwerkskammer in Lübeck bedanke, weil die haben dafür maßgebliche Vorarbeit geleistet. Das ist unsere Broschüre zum allseits bekannten und beliebten Azubi-Start leicht gemacht Kurs. Die wird künftig den Auszubildenden auch mit an die Hand geben. Diese Broschüre ergänzt den Kurs, indem sie einfach nochmal alle Basics, ich halte es auch nochmal ganz kurz in die Kamera, alle Tools, die die Auszubildenden zum Start ihres Berufslebens von uns und von unseren Referenten an die Hand bekommen, das Leben erleichtern sollen. Ergänzt nochmal durch wesentliche Informationen, die die Auszubildenden ihre ganze Lehre begleiten. Ob das jetzt eine Information über die Lernfelder sind, ich markiere es mal hier, nicht, weil diese Informationen sind, denke ich mal, auch nicht jedem geläufig. Aber auch gleichzeitig, ich markiere es mal hier, Informationen, welche Hilfen seitens der Schule oder auch der Stiftung angeboten werden. In dem Fall ist es, wenn ich das nochmal markiere, das Prüfungsvorbereitungsbuch zur GP1, sprich zur Zwischenprüfung. Im Februar wird auch nochmal das Buch zur GP2 herauskommen. Dazu dann aber auch beim nächsten Webinar nochmal Informationen oder nähere Informationen, die ich dann gerne weitergebe. Ansonsten kann ich und möchte ich Sie nur animieren, auch gerne ab und zu auf unsere Website zu schauen. Ähnlich wie das eben der Marco Koch auch angeworben hat. Auch unsere Webseite wurde ganz toll überarbeitet dieses Jahr. Und Sie bekommen sämtliche Informationen über Projekte, die wir dieses Jahr oder überhaupt schon gestartet haben. Egal in welcher Region, Sie können selber schauen und auch selektieren unter den Postleitzahlen, in welchen Bereichen welche Projekte gelaufen sind, ob das Sozialprojekte waren, ob das Schulprojekte oder auch Handwerksprojekte waren, wie die Handwerkerleihstunde zum Beispiel. Das alles, diese Informationen bekommen Sie ganz, ganz schnell über unsere Website. Aber auch gleichzeitig können Sie uns gerne folgen unter unserer Facebook-Seite der GmbH, auf Instagram, beziehungsweise auch neu. Und da möchte ich mich auch ganz herzlich bei Frau Thiemann bedanken, weil die hat den Kanal ins Leben gerufen. Auch auf TikTok, das ist ja das Medium, wo sich auch speziell junge Leute auch gerne rumtummeln. Und dort haben wir ganz interessante Beiträge von der Handwerker-Live-Stunde an allgemeinbildenden Schulen, aber auch allgemein über die Stiftungsarbeit. Damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Das war es in aller Kürze von der Stiftung. Ich wünsche allen eine besinnliche und angenehme Vorweihnachtszeit. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im kommenden Jahr und hoffe, wir sehen uns dann gesund um und wieder, entweder im Rahmen dieser Webinarreihe oder persönlich, wenn wir uns dann an der Schule sehen. Also machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und haben Sie eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal.